Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier Ramen-Time. Es gibt tatsächlich noch Ramen, die ich noch nicht getestet habe. Digga, ist anders laut und voll hier, Mann. Ich hoffe, das klappt. Sam and Sushi oder Sam and Meat and Sushi, irgendwie sowas. Ich dachte, das wäre ein Sushi-Laden. Ich habe die schon mal gegessen, getestet, aber nur für Sushi. Und da habe ich jetzt ein paar Kommentare bekommen, ey, Ramen hier ist heftig, ich esse nur die Ramen hier. Alles klar, dachte ich mir, checken wir mal ab. So, da haben wir sie, Leute. Sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Mit interessant meine ich anders. Wir haben hier Yams drin, wir haben hier Edamame, wir haben hier so Couscous. Ein hart, richtig hart gekochtes einmal. Ein paar diese Zwiebeln, die auf Hotdogs kommen. Karotten, auch sehr unüblich. Dann haben wir dieses Fleisch. Erstmal der Grüncheck, wie immer. Grün sieht geil aus. Oh, die Brühe ist geil. Okay. So. Nehmen wir auch noch Hackfleisch. Das Fleisch ist geil. Eigentlich müsste das ganze Fleisch sein, aber der hier ist krank, Mann. Der geht gar nicht klar, Mann. Erstmal runterschlürfen. Ey, jetzt kommen wir zu diesem Eimern. Was ist das für eine Gestaltung? Was ist das, Land? Nee, danke. Ja, was ist das, Mann? Das ist nur Fett. Ich muss sagen, von allen Ramen, die ich in München hatte, sind das die schwächsten Nudeln. Ramen-Nudeln. Die schmecken sehr ähnlich wie von den Instant-Ramen in den Tüten. Ich glaube, das liegt daran, dass sie zu weich sind. Man. Die sind unglaublich weich, die sind richtig matschig. Aber die Brühe mit dem Hack taugt mir anders ab. Das ist Sonnenblumenkerne drin. Ist interessant. Ist interessant. Kann man machen. War jetzt nicht schlecht. Aber das ist so ein Laden, der versucht so hart, so anders zu sein, so hip. Crypto.com, Leute. Nicht gesponsert. Aha! Schaut, wie dunkel es wird, Mann. Und schaut, was ich anhabe. Perfekt geschützt, Alter. Ja, was soll ich zu dem Laden sagen? Die haben mittlerweile 3 oder 4 Locations. Hipsterladen, trendy, versuchen das anders neu zu machen. Sushi ist auch ganz fancy, ganz verrückte Sachen haben die auf der Karte. Fand den jetzt nicht so gut, um ehrlich zu sein. Die Nudeln waren Katastrophe. Die Brühe war sehr gut. Ein paar Sachen kamen geil da drin, das Hack und so. Ein paar Sachen kamen gar nicht geil, Yams, richtig unnötig, Karotten waren auch unnötig da drin. Ich habe die Liste gerade nicht vor mir, aber ich weiß, ich stufe den unter Takumi ein. Und jeder weiß, ich bin kein Fan von Takumi. Crypto.com, baby!
nicht Gönnergy. Ramen-Ranking. Auf Platz 8 Takumi mit 5,0. Sam Sushi Meat heißt er, glaube ich. Auf Platz 9 jetzt mit 4,5. So eine Foodbloggerin, der ich folge. Ich würde sagen, momentan Münchens Nummer 1. Hat heute ein Reel rausgehauen. Beste Matcha München. Muss ich natürlich direkt testen. Als selbsternannter Matcha-Experte. Beste Matcha in Wien. Ich habe den Namen des Ladens vergessen, aber mir schreiben immer noch Leute, yo Hong, ich war in Wien, ich habe diesen Matcha-Laden ausprobiert. Anders heftig. Chan-Nummer. Wow, der schmeckt echt krank. Voll mit Vitamin C. Das ist nicht ganz schlecht, sondern gefriert trocknete Früchte, die Also diese Foodbloggerin wird nicht gedisst hier. Es sieht aus, als würde es fett regnen. Aber zum Glück habe ich meine Crypto.com Regenjacke heute. Passend dazu hat mich der Typ vor mir an der Kasse jetzt gefragt. Hey yo, Crypto.com, wie ist das? Was hältst du so für Coins? Was hältst du von XRP und so? Hast du dich gefreut? XRP war allgemein gut für den Markt natürlich. Oh, fetter Hagel, Leute! Einfach kein Problem, Crypto.com, Baby, regelt. Können wir noch einen Topf? Auf der Liste steht jetzt eigentlich Pferd-Döner. Die Sache ist, mir fällt dazu nichts ein. Also ich mache ja nicht einfach nur, hey, ich war bei Pferd, hier ist der Döner. Sondern ich erzähle eine kleine Story. Dazu fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. Deswegen Shisha ein bisschen davor drücken. Auf jeden Fall Reel-technisch. Mein Rahmen-Reel, 123.000 auf Insta. Bisher das Einzige, was durch die Decke gegangen ist. Hoffentlich können wir das wiederholen. Deswegen bin ich auch der Ramen-Experte. Demnächst vielleicht ein Video, wo ich einen Tag als Ramen-Arbeiter arbeite. Ansonsten war es das erstmal von mir, Leute, dem Ramen-Experten. Neue Ramen getestet, die ich nicht wirklich empfehlen kann. Aber das hängt natürlich immer von Location ab. Die haben ja 3-4 verschiedene Location. Vielleicht hatten die heute einen richtig schlechten Tag, weil Nudeln waren echt versaut. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Checkt die Reels ab. Damit das nächste durch die Decke geht, immer liken, subscriben, kommentieren. Investiert in Bitcoin, DeFi, Crow, Crypto Cashflow generieren, jeden Tag tracken, serious business und ciao.